Wir haben jahrelang was gewonnen. Habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Sei, pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de. Alle drei zusammen heute bei Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast. Nicht nur ich bin dabei, sondern auch Tobias und Jonas. Ja, wir haben uns zusammengeschalten, um heute einige Dinge zu besprechen. Man muss ganz ehrlich sagen, es ist unsere zweite Aufnahme, denn wir wollen hier nicht lügen. Letzte Woche haben wir schon mal eine Folge gemacht mit ähnlichen Themen, aber das hat unseren hohen qualitativen Ansprüchen nicht genügt. Und haben wir gesagt, nee, dann lieber eine Woche lang keine Folge. Und dafür diese Woche umso mehr geballte Drüber gehalten Kraft. Und ich sage erstmal Hallo an die beiden. Grüße Jonas, grüße Tupsi. Ja, hallo, schönen guten Abend. Servus, Grüße an euch beide und an den Rest der Hörerschaft. Du warst nicht nur quasi bei dir vor der Haustür und hast Chemie Leipzig angeschaut, sondern du warst wie immer auch unterwegs. Oh ja. So, Tobias war, glaube ich, in Jena gewesen, ich war in Kiel gewesen mit Aue und du bist aber in die Niederung ein bisschen gegangen, aber in die schönen Niederung. Ganz genau. Ich gehe ja immer dahin, wo es weh tut. Das haben wir ja, glaube ich, inzwischen auch gut rausgearbeitet. Ja. Und ihr wisst ja, ich habe ja ein Herz für Kali-Reviere, da wo Kali gebaut wird. Nicht zuletzt, deswegen heißt ja unsere schöne Rubrik auch fast so schön wie das Kaffeetälchen. Aber ich war in einer anderen Kali-Bergbauregion, nämlich in etwas nördlicheren Thüringen. Und zwar beim BSV Eintracht Sondershausen im Stadion am Göldner. Und auch Sondershausen ist eine ehemalige Kali-Bergbaustadt mit Kali-Schächten und auch da wurde Kali abgebaut. Und da habe ich mir genau den jetzigen, ich muss überlegen, vielleicht musst du es nach rausschneiden, die sind aufgestellt, Thüringen-Ligisten, BSV Eintracht Sondershausen angeguckt. Ein Verein, der zu DDR-Zeiten auch 6 oder 7 Jahre in der DDR-Liga, also in der zweithöchsten Spielklasse, gespielt hat. Und dieses Stadion ist mir ins Auge geraten, weil es eine sehr, sehr große Haupttribüne hat, überdacht mit Sitzplätzen über eine ganze Längsseite. Das sieht sehr, sehr wuchtig aus, was da ist. Also eigentlich schon wieder fast ein bisschen überdimensioniert für die Spielklassen. Aber doch ein schönes Bauwerk und deswegen bin ich da mal hingefahren. Genau, es war früher die BSG Glück auf Sondershausen. Genau. Und du hast auch erzählt, dass dort, also im Vorgespräch oder sagen wir mal in der Sendung letzte Woche, dass da auch Pyrotechnik und eine Ultrakultur sich schon entwickelt hat oder schon längst entwickelt ist. Ja, also wie alt die ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber es war eine aktive Fanszene, die sich da auf dieser Tribüne auch breit gemacht hat, die in den Vereinsfarben Blau und Gelb sich da wirklich auch optisch sehr schön präsentiert hat mit kleinen Schwenkfahnen, mit Zaunfahnen, auch mit Pyrotechnik, die da gezündet wurde. Es waren auch ein paar befreundete Fans von Wismut Gera da, zumindest hing da ein Wismut Gera Banner. Das hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, dass es da eine Verbindung gibt, aber ne, auch sowas ist ja immer schön, wenn man quasi diese neuen Erkenntnisse von Plätzen mitbringt, dass man da so eine Verbindung geschlagen hat. Ja, genau, und diese Fanszene wirklich, ich würde sagen, das waren vielleicht 30, 40 Leute, aber die waren durchgehend dabei, die haben durchgehend gesungen und Stimmung gemacht. Und das ist auch so ein Aspekt, wo ich sage, ein Besuch in Sondershausen ist auch deswegen empfehlenswert, weil es da auch ein bisschen zur Sache geht auf den Rängen. Sondershausen ist auch deswegen interessant, denn viele Spieler größere DDR-Spieler, die irgendwie mal ein bisschen höherklassig gespielt haben, beendeten ihre Karriere in Sondershausen. Außer zwei andere. Und einer davon ist ein besonderer Begriff, denn er hat 84, 85 für Glück auf Sondershausen gespielt, ist dann zu Dynamo Dresden gegangen und hat dann eine etwas unrühmliche Rolle gespielt, denn er kam nämlich damals für Jakubowski rein ins Tor beim legendären Spiel dem Wunder von der Grotenburg und musste dann noch, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Gegentreffer es waren, am Ende musste er dann noch, ich glaube, 5 hinnehmen oder auf jeden Fall war 6 sogar, ich glaube. Ja, er war die arme Sau, die da am Tor stand als junger Torhüter und die Bälle um die Ohren bekommen hat und danach, ich glaube, nie so wirklich Fuß gefasst hat irgendwo.
müsst jetzt mal kurz nachschauen, wo er danach noch gespielt hat. Er hat nicht groß gespielt, du musst uns aber den Namen verraten oder wissen das schon die Hörer? Jens Ramme ist das. Genau, so ist Ramme. Es. Genau, und er spielt dann noch für Fortschritt Bischofswerda und muss dann auch nach einer schweren Handverletzung seine Laufbahn beenden. Fortschritt Bischofswerda, wie hieß das noch? Schiebock, ne? Genau. So ist das, genau. Ich habe mir doch was gemerkt von der Reise, als ich euch besucht habe. Wunderbar. Sehr gut. Bildungsreise. Jonas, es gab ja genau, noch, wir müssen noch auf eine Geschichte ja zu sprechen kommen, denn es hat ja mal ein sehr, sehr kurioses Ereignis gegeben im Stadion am Göltner in Sondershausen. Nach der Wende, und zwar hat dort mal ein Thüringen-Pokalspiel stattgefunden. Ich glaube, das ist aber auch noch gar nicht so lange. Es muss so 2010, 2011, glaube ich, gewesen sein. Da hat Motor Altenburg, ist Motor Altenburg im Thüringen-Pokal nach Sondershausen gelost worden, aber zu einem Zeitpunkt, wo drei Tage vorher schon das Ligaspiel, die gleiche Begegnung stattgefunden oder stattfinden sollte. Und dann haben die sich im Vorfeld überlegt, irgendwie, ach, diese Hin- und Herfahrerei, das ist uns nix. Wollen wir nicht irgendwie das so regeln, dass wir einmal spielen und das Ergebnis quasi für beide Wettbewerbe gelten lassen? Das heißt, das ist, glaube ich, ein ziemlich einmaliger Vorgang in der Geschichte des deutschen Fußballs. Die haben einmal gegeneinander gespielt. Motor Altenburg hat, glaube ich, knapp gewonnen, hat dadurch drei Punkte in der Liga bekommen und ist im Thüringen-Pokal eine Runde weiter gekommen. Also ich weiß nicht, habt ihr von so einem Vorgehen mal in irgendeiner vergleichbaren Form gehört? Ich jedenfalls nicht. Nee. Nein, definitiv nicht. Also noch nie gehört und finde ich ja völlig interessant, dass das überhaupt möglich ist. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also man hat ja schon alles mal miterlebt, so Heimrecht wechseln oder sonstige Dinge, aber dass das so geht, ich weiß auch gar nicht, ob das immer noch geht, aber gut. Ist auf jeden Fall ein interessanter Vorgang, die haben es gemacht und geht als Kuriosität, glaube ich, in die deutsche Amateurfußballgeschichte ein. Genau, und Jonas. Damals sagte wohl der Trainer Thomas Stang, ich kann jetzt gerade nicht sehen, ob er der Trainer von Altenburg oder von Sondershausen war, aber Thomas Stang sagte, und das finde ich bemerkenswert, vor dem Spiel, für uns sind in erster Linie die Punkte wichtig. Der Pokal ist Zusatz. Auch gut. So, Jonas. Ja. Zu deinem Besuch nochmal. Kannst denn du uns dort an kulinarischen Genüssen empfehlen? Was macht die Bratwurst? Ja, sehr gut. Ich meine, von einem thüringischen Platz erwartet man das ja fast schon. Und genau diese Vorfreude, die ich damals hatte, hat sich bestätigt. Eine wirklich sehr gut, schön knackig durchgebratene Bratwurst mit allerlei Gewürzen versehen. Ich meine, ich hätte da würde noch so ein bisschen Koriander, bisschen Pfeffer auf der linken hinteren Zunge noch nachwirken. Also ich habe das quasi noch, während ich es erzähle, auf der Zunge. Ja, war sehr gut. Auch ein guter Grillmeister, der hat das gut durchgebraten. Ich meine, mich erinnern zu können, sie hatten sogar Steaks da. Auch da habe ich, wenn es das schon mal gibt, probiere ich es dann natürlich auch. Und auch daran habe ich beste Erinnerungen. Also insofern kulinarisch. Wer einfach mal zum Essen irgendwas sucht, irgendeinen guten Imbiss, dem empfehle ich dann zur Eintracht Sondershausen zum Spiel zu gehen. Und wenn er dann noch Zeit hat, können sie das Fußballspiel angucken, ne? Wunderbar. Da musst du natürlich immer noch am Ende eine Bewertung diesem Stadion geben. Und wo ordnest du denn das Stadion am Göltner, hieß es, ne? Genau. Ein. Ja, ich mach's mal kurz. 4 Sterne gibt's von mir. Wir hatten ja zuvor 3,5 Sterne aus Malchow mitgenommen und bewegen uns aber jetzt wieder in einem Bereich, wo das Stadion einfach nochmal ein bisschen schöner ist, weil es halt diese schöne große Tribüne hat, die durchaus auch höheren Ansprüchen genügen würde als nur der Thüringen-Liga. Und deswegen absoluter Hingucker. Durch die aktive Fanszene hat man noch Stimmung, hat man noch ein bisschen bunten Support dazu. Auch das führt jetzt letztendlich dazu, dass es 4 Kaffeetälchen von mir gibt. Na, das ist doch auf jeden Fall hochgegriffen, aber du hast auf jeden Fall genug Begründung dafür geliefert, dass es eben sogar 4 Sterne dafür gibt, 4 Kaffeetälchen dafür gibt. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Und kurios. Wir haben jahrelang was geworden. Ernst. Habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Unfair. Also nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf meinsportpodcast.de